Was ist passiert? Suruç war eine Woche. In dem türkischen Städtchen an der Grenze zu Syrien sterben bei einem Anschlag 32 Menschen. Viele der Opfer sind pro-kurdische Aktivisten. Der Islamische Staat soll dahinter stecken. Doch gerade Kurden machen die türkische Regierung für die Toten verantwortlich. Ankara habe den Islamischen Staat nicht ausreichend bekämpft. Die PKK verübt Vergeltungsschläge. Dabei sterben zwei türkische Soldaten. Was steckt außenpolitisch dahinter? Der Islamische Staat. Bisher ließ die Türkei die Terrororganisation weitgehend gewähren. Sie versuchte so, den Hass des IS nicht abzubekommen. Zusätzlich hatte man die Hoffnung, dass der Islamische Staat Syriens Machthaber Assad verjagen könne. Die Strategie könnte jetzt scheitern. Assad ist noch immer im Amt. Und mit dem Anschlag in Suruç hat der Islamische Staat den Terror jetzt wohl auch in die Türkei gebracht. Die Kurden. In den letzten zwei Jahren hatte sich das Verhältnis zwischen der Türkei und den Kurden entspannt. Ein Friedensprozess. Doch der steht jetzt vor dem Aus. Da der Islamische Staat in Nordsyrien Gebiete verloren hat, konnten sich kurdische Truppen in letzter Zeit stark ausbreiten. Ankara gefällt das gar nicht. Es geht der Türkei darum zu verhindern, dass auf der syrischen Seite die türkische PKK einen teilautonomen Quasi-Staat begründen kann, so wie das anderen Kurden im Nordirak gelungen ist. Was steckt innenpolitisch dahinter? Anfang Juni waren in der Türkei Parlamentswahlen. Die Partei von Präsident Erdogan hatte auf eine absolute Mehrheit gehofft, doch die AKP verlor deutlich an Stimmen. Größter Gewinner war die kurdenfreundliche HDP. Seit Wochen laufen jetzt Koalitionsverhandlungen, aber bisher ohne Erfolg. Jetzt sind Neuwahlen im Gespräch. In dieser Situation flammt der Kurdenkonflikt neu auf. Die kurdische Frage, die wird in den nächsten Wochen und Monaten in der Türkei nicht mehr nur diskutiert werden, sondern wir werden es mit vermehrter Gewalt vor Ort zu tun haben. Die Gewalt könnte Teil von Erdogans Kalkül sein. Wenn die Kurden wegen ihrer Anschläge in Verruf geraten, würde das Wahlvolk nicht mehr die HDP wählen, sondern wieder brav seine AKP. Und Erdogan selbst, der könnte mit einer absoluten Mehrheit nach Neuwahlen seine Türkei weiter so umbauen, wie er schon immer wollte.